Moin Moin und herzlich willkommen, liebe DEA-Gemeinde, zu Ausgabe 60 mittlerweile eurer Drug Education Agency. Ja, liebe Zuschauer, guckt mal, was ich hier habe. Ja, was ist das? Das sieht ja aus wie so eine kleine Kastanie oder so. Ja, ist aber keine Kastanie, ist eine Frucht aus Amazonien. Die sogenannte Kabalonga oder Kamalonga, ja, kann man beides sagen, hat mir Christian Rätsch geschenkt. Denn um genau diese Nuss, diese Frucht und um ein Gras, des Namens Piri Piri, geht es heute in unserem Hauptbeitrag. Ja, ich war bei Christian und habe ihn wie immer zu diversen Themen interviewt, unter anderem zu LSD als Naturstoff. Und darum soll es heute in unserem Hauptbeitrag gehen. Danach kommt, liebe Zuschauer, eine weitere Bong-Akademie mal wieder mit dem lieben Ernst Mehrbeck. Den hatten wir lange nicht dabei. Der zeigt euch heute diverse Modelle mit verschiedenen Perkulatoren und Diffusoren und erklärt euch auch, was das ist. Und ist ein spannender, schöner Beitrag. Hat mich gefreut, den bekommen zu haben. Ja, und dazwischen, liebe Zuschauer, gibt's eine Premiere sozusagen. Ist schon auf YouTube gelaufen, natürlich, seit dem 24.11. Der erste von drei Pro-Cannabis-Spots des DHV. Professionell produziert, geile Geschichte. Ja, da zeigen wir euch heute auch den ersten. Und damit steigen wir ein ins Programm der DEA-Ausgabe 60 und ich wünsche euch viel Vergnügen. Hier, das also ein spannendes. Eine Pflanze ist noch gar nicht bekannt. Ja? Keiner weiß, was es ist. Seht selber. Du hast ja mal erzählt, dass es möglicherweise zwei Kandidaten gibt oder auch nur einen. Die Kabalonga Nuss oder Frucht und das Piri-Piri-Gras. Mhm. Kannst du darüber erzählen? Wie kommst du darauf, dass da möglicherweise etwas LSD-ähnliches in den Pflanzen enthalten ist? Also LSD ist meiner Überzeugung nach ein Naturstoff. Und den hat Albert halt bei seinen Experimenten mit den Mutterkornalkaloiden entdeckt und den kennen wir bisher nicht aus der Pilz- oder Pflanzenwelt, aber ich bin sicher, dass es den gibt. Wir haben viele Labor-Substanzen oft Jahre, Jahrzehnte später in der Natur gefunden als Natursubstanzen. Und ich denke, dass es bei LSD auch so sein wird. Und es gibt also zwei, sagen wir mal, Pflanzengruppen in Amazonien, die ich als mögliche Kandidaten hätte, von denen ich mir vorstellen kann, dass da nicht nur LSD-ähnliche Substanzen drin zu finden sind, sondern sogar LSD. Und das eine sind die Piri-Piri genannten Gräser. Das sind Cyperus-Arten, die in Amazonien vorkommen und die von Mutterkorn-ähnlichen Pilzen befallen sind. Und die von den Shipibo-Indianern und da von den Frauen als visionäre Substanz benutzt werden. Die suchen also diese bestimmten Gräser. Also das, was am wahrscheinlichsten ist, ist botanisch gar nicht beschrieben bisher. Das nehmen sie, machen da draußen einen wässrigen Auszug und benutzen das als Augentropfen für Kinder, also für Babys. Mhm. Und vor allen Dingen für weibliche Babys, weil die jungen männlichen Babys kriegen Ayahuasca und die weiblichen kriegen Piri-Piri und zwar als Augentropfen in die Augen geträufelt. Und die Frauen sagen, dass sie dadurch lernen, die Ayahuasca-Muster zu sehen und die in ihr Kunsthandwerk, in ihre Weberei, in ihre Steckerei, in ihre Töpfermalerei und alles einbauen können. Und das ist ja sehr erstaunlich, dass man über Augentropfen besser visionäre Muster, die die Männer nur unter Einfluss von Ayahuasca sehen können, bei den Frauen erzeugen. Das ist sowieso ein ganz ungewöhnlicher Zusammenhang. Und dieses Piri-Piri ist, wie gesagt, nur für die Mädchen oder Babys, Mädchen, Frauen, damit sie
selbst einen visionären Einblick haben in die Welt dieser Muster, dieser Ayahuasca-Muster. Mhm. Die heißen auch Shipibo Kewe und das heißt eigentlich nichts weiter als Gemaltes. Und diese Muster sind ja nicht nur einfach, oh, wie schön bunt ist es hier, sondern diese Muster sind ja auch Notationen für Gesänge. Mhm. Also die funktionieren wie Noten. Und die Männer und Frauen wissen, wie man welche Gesänge praktisch transkribiert in die Muster und wie man welche Muster singt. Und wenn die Frauen große Töpferarbeiten machen, also so riesige Tonkrüge zur Herstellung von Chicha, dem einheimischen Bier, die werden von oben bis unten mit diesen Ayahuasca-Mustern bemalt und die Frauen selbst sind eigentlich kleiner als die Gefäße und die stehen sich gegenüber, allerdings können sie sich nicht sehen, weil das Gefäß dazwischen ist. Und dann ist es so, dass sie die Muster, die darauf gemalt werden, sich gegenseitig zusingen. Und dann wandern sie so langsam um den Topf rum und kommen perfekt an, so dass das also ein charakteristisches Muster darstellt, ein besonderes Lied, mit dem man eben in die gewöhnlich unsichtbare Welt Sichtbares bringen kann. Wie kann man sich das vorstellen, dass man praktisch ein Muster analog zu unserem Notensystem verwendet? Ich kann mir das gar nicht so richtig, muss es doch eine wiederkehrende Ordnung geben? Ja, ja, gibt es ja auch. Mhm. Unser Notensystem ist ja auch ein Muster. Eben, ja, ja. Und wenn man die frühesten Notationen sieht aus dem alten, antiken Griechenland, dann sieht man auch, dass das sehr grafische Muster sind letztlich. Und so wird ja an verschiedenen Orten der Welt gibt es ja Notationssysteme. Und unsere, es hat sich halt durchgesetzt, weil das natürlich auch mit den Orchesterkomposition durch die ganze Welt gegangen ist. Aber es gibt auch ganz andere Möglichkeiten. Also ein befreundeter Musiker von mir, Mark Nocif, der malt auch Muster. Sehr grafische Muster, die seine Kompositionen sind. Und seine Mitmusiker haben gelernt, auf diese Muster eben klanglich zu reagieren. Und so ist das da auch. Und wie das jetzt entstanden ist, wissen wir natürlich nicht. Also der Mythologie nach war der Erste, der diese Muster malen konnte, der Kolibri. Der mit seinem Schnabel diese feinen Muster überall zieht und hat es so den Menschen beigebracht. Mhm. Und das Interessante ist, dass es ein Vogel ist, weil ja von den Vögeln die Schamanen überhaupt das Singen gelernt haben. Na, ursprünglich durch das Nachmachen der Vogellaute, um Vögel zum Jagen anzuziehen und dann halt um selbstständig sich auszudrücken und diese Muster werden auch von den Schamanen unter Ayahuasca-Einfluss auf den Kranken gesehen. Und da, wo Störungen Muster sind, da singen sie das Lied dieses Musters so lange, bis sich diese Störung wieder geordnet hat. Und dann ist eigentlich die Ursache des Leidens des Kranken, also theoretisch, gefunden und verändert worden. Das heißt, also man kann mit Singen und Mustern in eine andere Wirklichkeit eindringen, die wichtig ist, damit man heilen kann. Lass uns auf das Piripiri nochmal gerade zu sprechen kommen. Du sagst, die jungen Frauen bekommen das in die Augen. Babys schon. Ja. Klar, also die jungen Mädels im Babyalter. Nun kann man davon ausgehen, dass ja wahrscheinlich das Piripiri respektive dessen Inhaltsstoffe mehr machen als nur den Sehnerv. Also wahrscheinlich wird ja über die Aufnahme über das Auge eine psychoaktive Wirkung induziert. Spreche ja eigentlich für LSD oder für ein ähnliches Tryptamin, Derivat, das drin ist. Sicher. Deswegen vermute ich ja, dass es da was zu entdecken gibt. Und
Leider gibt es unter den Psychonauten fast keine Chemiker, die sich solchen schwierigen Unternehmungen hingeben wollen oder können. Der ganze Piri-Piri-Komplex ist interessant, weil andere Piri-Piri-Pflanzen werden als Duftstoffe benutzt, auch in Ayahuasca-Sitzungen. Die Knollen, die Cyperus-Gräser haben so Knollen, die ein unglaublich köstliches Parfüm enthalten können. Und das wird während Ayahuasca-Sitzungen praktisch so aromatherapeutisch eingesetzt. Aber vor allen Dingen, um den Geist zu klären. Also wenn Verwirrtheitszustände durch das Ayahuasca kommen, klärt sich mit diesem Duft der Geist oder es wird durch den Duft die Angst vermindert und alles solche Sachen. Mhm. Und dann, was wir von Shuar Indianern aus Ecuador wissen, ist, dass die verschiedenen Piri-Piri-Arten ethnogynäkologisch verwenden. Aber auch das muss noch genauer erforscht werden. Also es scheint da Zubereitungen zu geben, die eine Geburt erleichtern. Mhm. Und das spricht auch wieder für Mutter Cornel Kalida. Allerdings, ja. Nun sagtest du, dass da ein wässriger Auszug erstellt wird. Mhm. Wie geht das genau? Hast du das jemals gesehen selber? Nee, gezeigt haben sie es mir nicht. Sie haben es mir nur alles genauestens erklärt. Mhm. Also, das müsste eigentlich auch eine Frau machen, weil das ist so eine Frauengeschichte. Und tja, wir würden es gerne weiter untersuchen, aber man kann nicht an allen Fronten gleichzeitig sein. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja, genau. Warum wird da so getrennt? Warum bekommen die Mädelbabys das Piri-Piri und die Jungs Ayahuasca? Weißt du das? Ja, weil das so Tradition ist. Mhm. Und Tradition heißt immer, dass Dinge, die sich kulturell bewährt haben, weitergegeben werden. Sonst würde es keine Tradition sein. Ja. Hast du selbst jemals Piri-Piri probieren können? Also, nicht, dass ich irgendwas merken konnte. Und öfter habe ich aber die Anwendung als Duftstoff erlebt. Und die ist ganz schön. Also es ist ein wunderschöner Duft. Es tut unglaublich gut auf Ayahuasca. Mhm. Und da kommt man aber hier bei uns in diesen Gefilden über normalen Ethnobotanikhandel oder Räucherstoffhandel nicht dran. Nein. Nein. Also die ganze Taxonomie von Piri-Piri müsste erstmal botanisch genauer untersucht, revidiert und aktualisiert werden. Dann müssten Samples von allen Pflanzen genommen werden, die Zubereitung der einzelnen verschiedenen Arten genau dokumentiert und dann halt chemische Analysen von den Rohdrogen und den verarbeiteten und dem Endprodukt gemacht werden. Und steht das auf deiner Forschungsliste für die Zukunft? Möchtest du da gerne noch weiter drüber arbeiten, mehr rausfinden? Ja, ja, weil das steht ja auch im Zusammenhang mit der Kavalonga, über die du ja auch mit mir sprechen wolltest. Genau, als nächstes jetzt. Da haben wir ja eine weitere Pflanze, wo du vermutest, dass möglicherweise LSD darin sein könnte. Wo du ja auch sogar schon eine Erfahrung gemacht hast, eine eigene. Erzähl doch mal. Also das hat lange gedauert, bis ich die echten Kamalonga gefunden habe. Das war in Iquitos am Amazonas gelegen. Mhm. Und da gibt es einen Mercado de los Doctores. Also ein Markt der Ärzte, aber die Doktores sind alles Frauen, die Kräuterstände haben. Und die heißen Doktores, weil die einem nicht nur die Kräuter verkaufen, sondern die machen auch Diagnosen und stellen Therapeutika zusammen und beratschlagen die Kunden genau, was sie wofür wann nehmen können oder was eine Alternative wäre und so. Also die sind unglaublich kenntnisreich, diese Frauen, sind auch immer ältere. Also da habe ich einen guten Zugang zu einer gefunden und wir kamen dann auf Kamalonga und dann sagte sie, ich habe übrigens echte im Angebot und hat die dann unter den Tisch vorgezogen und habe ich gefragt, ob ich die kaufen kann und dann sagte sie, ja, Stück $50.
Und das ist extrem viel Geld in Amazonien. Also das ist so wie hier 5.000 Euro oder so. Jedenfalls habe ich dann alle, die sie hatte, gekauft. Und mir die habe ich dann verschiedenen Schamanen gezeigt. Die haben das alle bestätigt, dass das die echte Kamalonga ist. Weil es gibt auch eine weiße Kamalonga, die kennen wir gut, das Tevezia peruviana. Die aber nicht diese fantastischen Eigenschaften hat wie die echte Kamalonga. Und mir wurde gesagt, man testet sie dadurch, dass man einen Schnipsel abschneidet und den unter die Zunge legt. Und das habe ich gemacht. Und so nach einer Dreiviertelstunde hatte ich wirklich so LSD-artige Gefühle. Und es war eigentlich genauso, als wenn ich eine kleine Dose, sagen wir 30 oder 40 Mikrogramm LSD genommen hätte. Und dann habe ich herausgefunden, dass es unter den Ayahuasqueros gibt es welche, die heißen dann Kamalongeros. Das sind die, die damit heilen. Und die stellen da irgendwie einen Trank noch draus her und der soll nach den Aussagen aller sehr Ayahuasca-ähnlich wirken, aber ohne Kotzerei. Also es spricht auch für etwas Tryptaminiges, Indoliges. Und dann wird die auch benutzt, um die Traumtätigkeit zu fördern. Und kein Mensch kennt die Stammpflanze. Und die Stammpflanze ist natürlich eine unglaubliche, die zu kennen, ist natürlich eine unglaubliche Ressource, ökonomische Ressource. Und da achten die Lieferanten drauf, dass sie nie beobachtet werden, wenn sie zur Ernte gehen und so. Also es ist relativ schwierig, daran zu kommen. Und ja, man müsste halt lange sich da aufhalten und dann mit Kamalongeros arbeiten und dann genau die Marktsituation beobachten und vielleicht gewinnt man dann doch mal jemanden mit einer ordentlichen Geldspritze, der dann die Stammpflanze zeigt. Also wir wissen nicht, was es ist. Es sieht aus wie die Samen, also von einer Strichnussart. Mhm. Strichnussarten enthalten alle Strichnin- und Strichnin-ähnliche Indolalkaloide. Mhm. Strichnin ist ja sehr verwandt mit LSD und hat auch in kleinen Dosierungen oder in genau individuell angepassten Dosierungen LSD-ähnliche Wirkung. Also so vor allem körperlich. Mhm. Wenn man so draufkommt auf LSD, dann merkt man ja, wie der Körper so stark und kräftig und alles bewusst wird und man spürt jede Muskelfaser und alles. Das kann also bei Strychnin auch auftreten. Und es war mein Chemiker bei mir, der wollte das erforschen, dem habe ich auch zwei Nüsse geschenkt. Und dann habe ich mal gehört, er meint, ja, irgendwie Strychninartiges hat er da feststellen können. Dann ist er nach Peru und dann war er verschollen. Dann hat er die Stammpflanze gefunden. Ja, und das war sein letzter Atemzug. Na also, aber es ist schön, dass es solche Dinge gibt und davon gibt es noch viel mehr. Also die Shipibo-Schamanen kennen Pflanzen, die noch niemals jemand gesehen hat und die auch Ayahuasca-ähnlich wirken. Und also da ist noch reichlich was zu tun. Also da könnte man bestimmt aus den ganzen Forschungen, dazu könnte man bestimmt 100 verschiedene Dissertationen in verschiedenen Disziplinen abliefern. Wäre schön, wenn das mal jemand macht. Das vielleicht ist geil. Bei euch lieben Zuschauern ja jemand, der irgendwie Bock darauf hat, dass solche Forschungsprojekte einzusteigen. Ja. Wäre sehr schön. Das wäre wirklich wunderschön, ja. Nun kennen wir uns ja auch schon ein paar Jahre, Christian, und du hast ja gesagt, du hast dir da sämtliche Nüsse geben lassen, die die Dame da am Markt hatte. Mhm. Und du hast auch ein kleines Stückchen unter die Zunge. Mhm. Nun hast du die Nüsse, mich wundert, warum hast du nie mehr probiert?
Ja, irgendwie kam es da noch nicht zu. Ich wollte es immer, aber immer kam irgendwas anderes. Und es gibt so viel auszuprobieren. Mhm. Und so viel, ich interessiere mich für so unglaublich viele Dinge. Das kommt immer so wellenförmig, dann mal dieses Gebiet, dann mal das andere Gebiet. Und also auf jeden Fall werde ich bei meiner nächsten Peru-Reise dann ein größeres Augenmerk drauf halten. Mhm. Ich darf es Ihnen nicht verkaufen. Aber das ist das einzige Medikament, das wirkt. Ich weiß. Es tut mir leid. Sie brauchen das? Ich weiß, wo Sie es kriegen. Sicherheit statt Kriminalisierung. Als Thema haben wir heute Diffusoren und Perkulatoren. Der Sinn von den Diffusoren und von den Perkulatoren ist immer, der Durchfluss des Rauches wird verringert. Der Rauch wird also ein bisschen gebremst. Dadurch kühlt der Rauch besser ab. Dadurch hat der Rauch auch viel mehr Möglichkeiten, seine Schwebstoffe an den kalten Glaswänden abzulagern. Ihr inhaliert also wesentlich weniger Schadstoffe. Das seht ihr vor allen Dingen dann, wenn so ein Bong geraucht worden ist, wie braun und wie mockig dann das ganze Bong ist und wie verklebt die Wände sind. All das sind die Sachen, die nicht in eurer Lunge gelandet sind. Und wenn es ein gutes Bong ist, hat es unser Lieblingswirkstoff nicht rausgefiltert. Der bleibt uns vollständig erhalten. Dafür sorgen halt eben die Diffusoren bzw. Perkulatoren. Bei den Perkulatoren habe ich mal nachgeguckt. Wikipedia konnte da keine genaue Auskunft geben. Die verweisen immer wieder auf die Kaffeemaschine. Da haben wir auch das System. Da ist unten kochendes Wasser, oben das Sieb. Und das kochende Wasser steigt durch ein Rohr hoch und gleitet, kommt, das heißt, das Wasser geht dann durch das Sieb, durch das Kaffeepulver in den Füllbehälter oben rein. Das nennt man eigentlich Perkulator. Ein Diffusor ist halt eben eine Sache, die Rauch aufspaltet oder Gase aufspaltet und dadurch für vermehrte Oberflächen sorgt. Und vermehrte Oberfläche heißt auch immer vermehrte Schadstoffabgabe. Kommen wir mal zu den Bongs. Da haben wir hier eine ganze schöne Auswahl. Ich habe hier ein paar einzelne Perkulatoren, Diffusoren ausgestellt. So sehen die aus, bevor die ins Bong eingebaut werden. Das wäre halt eben ein klassischer Armperkulator. Das sind so typische Spiraldiffusoren, Perkulatoren, da wollen wir uns jetzt nicht festlegen. Ich bin der Meinung, das sind eigentlich alles Diffusoren, weil die alle den Rauch aufteilen, verlangsamen, die Durchzuggeschwindigkeit verlangsamen und den Rauch aufspalten in viele kleine Bläschen und dadurch, wie ich schon so oft gesagt habe, für eine bessere Filterwirkung sorgen. Bei diesem Bong haben wir das erste Mal einen Diffusor richtig verwendet und eingebaut. Und das ist da unten eine Kugel, die ganz viele kleine Löcher hat, in dem Tauchrohr. Danach kam schon diese Geschichte mit dem Honeycomb. Honeycomb, ich habe hier auch ein kleines Teil, das sind einfach gelochte Glasscheiben. Die sehen zwar nicht so genauso aus wie eine Honigwabe, aber die werden halt eben von den Amerikanern Honeycomb genannt und diesen Begriff haben wir hier übernommen. Und diese gelochten Glasscheiben werden in die Bongs eingebaut. Ich habe hier ein ganz kleines Bong, ich ziehe mal da dran, dann seht ihr auch, wie viele Blowouts dadurch entstehen, wie viele kleine Bläschen durch so ein Honeycomb entstehen. Dann haben wir sogenannte Pot-Diffusoren. Hier sind sogar zwei Pot-Diffusoren übereinander eingebaut. Ich ziehe mal dran, ihr seht, wie sich das verwirbelt. Dadurch, dass da so viele Schlitze drin sind, ist das Inhalieren praktisch wie Atmen. Man merkt also gar keinen Widerstand. Das sind einfach zwei Töpfe ineinander gesetzt und die haben unten, ich schätze mal, jeder so 30 bis 50 kleine Schlitze. Und dadurch entstehen dann eben diese fantastischen Blasen und Blubberbildungen. Wir haben sogenannte Käfigperkulatoren. Man könnte auch Trommelperkulatoren sagen, weil in diesen Pfeifen ist hier unten drin ein riesengroßer Glaskörper am Endrohr befestigt. Der ist je nach Ausführung einfach nur gerade geschlitzt oder auch schräg geschlitzt, unten drunter auch manchmal gelocht. In diesen Käfig geht der Rauch zuerst rein und entweicht dann durch die seitlich angebrachten Schlitze.
Ich zieh mal dran, dann seht ihr, wie es funktioniert. Ganz klassisch, ganz simpel, ist dann auch der Inline-Perkulator, den unser Nautilus-Bong hat. Genau, das haben wir einmal so und einmal so. Das ist eigentlich das Gleiche. Wobei hier bei dieser Nautilus-Bong auch dass oben nochmal ein Kuppel-Perkulator angebracht ist. Also wir haben einmal diesen Inline-Perkulator, so nennt man diesen schräg eingebauten oder gerade waagerecht eingebauten Perkulator. Und oben haben wir nochmal einen klassischen Kuppel-Perkulator. Hier ist was ganz Interessantes, was ganz Tolles. Da haben wir 3, 6, 9, 12 kleine Arme, die aus diesem dicken Steigrohr herausgehen und ab der Wasseroberfläche herausgehen. Ich ziehe da mal dran. Hier oben ist auch noch ein Kuppel-Perkulator eingebaut. Ist vielleicht ein bisschen viel Wasser drin. Er sorgt auf jeden Fall, wie ihr seht, auch für eine gigantische Blubberorgie. Und dann gibt es ein ähnliches Bong, ein Trommelperkulator. Der ist aber waagerecht eingebaut. Das ist dieses Bong hier. Ne? Blubbert auch ganz gut. Der am häufigst verwendete Perkulator ist wahrscheinlich der mit den ganz normalen Armen. Den hätte ich wahrscheinlich zuerst zeigen sollen. Den Armperkulator. Das ist aber ein Bong, was so einen Perkulator eingebaut hat. Das sehen wir hier bei dem. Und zwar hat das Bong hier sogar gleich 16 Arme eingebaut. Also da merkt man gar keinen Widerstand. Da kann ich also praktisch auch durch dieses Rohr komplett ziehen, ohne jede Verengung. Das geht einfach so durch. Dann hatten wir noch den Spiralperkulator. Den kann ich euch hier an dem Bong zeigen. Magneten dran für ein Fahrzeug. Das ist aber ansonsten ein Gag. Ich zeige es euch mal. Bei diesem Bong steigt der Rauch durch die Spirale. Und die Spirale hat am unteren, der steigt erst ganz hoch, hier durch. Und am unteren Ende der Spirale sind dann so kleine Löcher, die den Rauch wieder abgeben. Der Rauch ist nur von oben ganz hoch gestiegen und dann durch die Spirale wieder nach unten geführt worden. Und unten sind die ganz vielen kleinen Löcher, die so eine Art Diffuserwirkung haben. Und die entlassen den Rauch dann in das Steigrohr. Dann haben wir hier noch das klassische Bong. Das ist aber auch nur eine Mischung. Auch wieder mit einem Kuppelperkulator. Einen geschlitzten Kuppelperkulator. Wow, das macht ja ein bisschen Lärm. Vielleicht könnte hier sogar ein bisschen mehr Wasser rein. Bei dem Bong funktioniert es ein bisschen anders. Es hat hier unten einen kleinen Inline-Perkulator und hier oben eine Turbinenscheibe. Die Turbinenscheibe arbeitet jetzt nicht mit dem Wasser, sondern die Turbinenscheibe verwirbelt nur den Rauch. Die lässt den Rauch wie so ein Taifun hochsteigen und schleudert alle Schwebepartikel gegen die Bongwand. Die bleiben dann da auch hängen, kann man nachher sehen. Ach, ganz tolle Sache, ganz komplizierte Sache ist diese Sache. Da haben wir also zwei Bongkörper, einen inneren und einen äußeren. Der innere ist nur geringfügig kleiner als der äußere. Das heißt, der Abstand zwischen den beiden Wänden ist sehr gering und dadurch kann sich auch an den beiden Bongwänden, an der innen und an der äußeren Bongwand, sehr viel Schwebstoff absetzen, sehr viel Schadstoff. Und hier funktioniert es so, dass das Tauchrohr in den inneren Körper führt und der innere Körper ist unten komplett geschlitzt am ganzen Boden. Das heißt, der Rauch kommt von hier unten hier hoch und steigt dann bei diesem Bong hier oben noch mal in den Armperkulator. Und hier oben haben wir noch eine kleine Kuppel, die ist geschlitzt, die sorgt aber nur dafür als Spritzschutz, dass uns kein Wasser in den Mund kommt, wenn wir mal so kräftig an den Bong reißen. Ich zeige euch, dass das wieder funktioniert. Hier muss man zuerst zum Anfang richtig kräftig schon ziehen, damit der untere Körper sich erstmal leeren kann. Aber ich meine, Optik ist eigentlich das schönste Bong mit der schönsten Verwirbelung. Es blubbert halt eben sehr intensiv und von allen Seiten rundherum. Dann gibt es auch noch was anderes System, das ist auch relativ neu, wohl eher geeignet für kleine Pfeifen. Da steigt der Rauch durch ganz viele verschiedene Etagen und wird dann hier oben eingesaugt. Hier muss man immer aufpassen, dass man das Bong nicht überfüllt, nicht zu viel Wasser reintut. Zeigt, wie das funktioniert. Dieses System ist ganz bestimmt nur für kleine Bongs geeignet, weil wenn der Rohrdurchmesser größer wäre und wir müssten das Wasser durch all diese Etagen ziehen,
müssten wir bestimmt einen ganz schönen Druck in unserer Länge erzeugen, um das hochzukriegen. Und zu alledem gibt es dann auch noch das Recycler-System, was auch echt oft mit anderen Sachen zusammengefügt wird, mit anderen Diffusersystemen oder Percolatorsystemen, sodass wir hier zum Beispiel auch unten dann wieder einen Duschkopf-Diffuser in der Pfeife haben. Aber hier ist der Recycler und den habe ich auch schon in der Lea-Folge gezeigt. Beim Recycler ist es einfach so, dass das Wasser in den zweiten Behälter geführt wird und immer rund zirkuliert. Immer wieder zurückfließt in den Hauptzylinder. So läuft das Wasser immer rund und gibt dann halt eben auch, und der Rauch auch, und gibt dadurch halt eben auch wieder viele Schadstoffe ab. Und die letzte Entwicklung auf diesem Gebiet ist eine Geschichte, da habe ich mich auch schon mal vor 15, 20 Jahren, ich will ja gar nicht angeben, auch vor langer Zeit mit beschäftigt, haben wir damals alle für unmöglich gehalten. Inzwischen gibt es diese Bons aber und sie funktionieren auch, wobei ich sagen muss, ich habe noch nie so eins geraucht. Sie verkaufen sich fantastisch. Ja, und die bestehen aus einem System, da wird, ich kann es euch mal hier zeigen, da wird eine gepresste Glasscheibe in das Bong eingebaut. Die sieht dann in Miniatur so aus. Das ist also Glas, das ist gepresst. Man kann also gar keine Löcher erkennen, aber wenn man kann da durchpusten. Also es ist so schlüssig. Das nennt man Fritte. Die Glasbläser nennen dieses gepresste Glas, diese gepresste Glasscheibe Fritte. Und wir nennen das einfach Frittenscheibe-Bong. Also nicht wie Pommes frites, sondern Fritte. Das sieht dann so aus. Die Bläschen sind also ultra fein und millionenfach vorhanden. Ich kann mir aber vorstellen, dass so ein Bong auch relativ schnell vermorkt. Das heißt, dass das Teer und die Stoffe, die im Rauch enthalten sind, dieses Glas sehr schnell zusetzen. Das wird aber kein Problem sein, weil mit kochendem Wasser und ein bisschen Bongmaster wird das sofort wieder aussehen wie neu. Das ist also wirklich die letzte Entwicklung auf den Diffusoren- und Percolatorenmarkt. Die Frit-Disc.